Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und gute Unterhaltung. Hallo, liebe Zuseher. Wir sind auf dem Weg zu einer Motorradweihe oder Segnung, wie auch immer, in Fernitz. Vorne fährt mein Schwager als Guide, der Robert. Und ich folge ihm ganz unauffällig. Ich grüße euch herzlich zu diesem Video. Es sollen angeblich über 1000 Motorräder erwartet werden, da es nach Corona die erste Veranstaltung wieder ist. Wir lassen uns also überraschen. Es gibt dort Preise zu gewinnen. Und zwar gewinnt derjenige mit der weitesten Anreise und das älteste Motorrad. Dann kann man auch bei einer Verlosung teilnehmen, eine Karte kaufen oder ein Los kaufen in dem Fall. Dann bekommt man oder dann hat man die Chance, ein komplettes Wochenende für die MotoGP in Zeltweg zu gewinnen. Also so wie das wie ich beim letzten Video gesehen habe, beim Schneiden, hat das mit dem Ton wieder funktioniert. Ab 80, 90 hat er schon immer so leicht gekracht, also das ist das Knistern ab 80, 90 war schon vorher da. Aber es hat zumindest unter 80 der Ton super funktioniert, ohne Nebengeräusche. Das hat mich gefreut, muss ich ehrlich sagen. Hat das mit den Steckverbindungen auseinander und wieder zusammenstecken doch funktioniert. Freunde der Nacht, wir haben Sonntag, den 7. Mai 2023 und die Außentemperatur, Uhrzeit 9.29 Uhr, also sagen wir 9.30 Uhr und die Außentemperatur beträgt schon 18 Grad. Also da kann man überhaupt nicht schimpfen, oder was sagt ihr? Ich denke, das Frühjahr beginnt. Ja, der macht das nicht schlecht. So geht's auch. Wenn der jetzt gelbe Kennzeichen gehabt hätte, hätte ich gesagt, das ist ein Engländer und ist noch nicht ausgeschlafen. Ich hoffe, bei euch ist alles okay. Alles im grünen Bereich und ihr seid auch schon unterwegs, zumindest die Motorrad fahren. Und heute habe ich das erste Mal meine Motorradschiene, meine neue. Und die habe ich mir zugelegt für Kurzstrecken.
got time, but that don't bother me. I'm a hillbilly girl in a hillbilly world, but that don't bother me. Well, I ain't that bright, but I know what's right from mistakes in my color TV. I don't care if I lose my hair, 'cause I'm living happily. Freunde, das war die Motorradweihe 2023 in Fernitz. Und wie ihr seht, machen die Herrschaften noch eine große Ausfahrt, wo wir uns leider nicht anschließen.
und der liebe Robert lässt alle, die mitfahren bei dieser Tour, raus. Das ist in Ordnung. Und wie ihr hört, geht es hier fürchterlich um. Mein Motorrad ist geweiht. Und ich hoffe, es bringt mir Glück dieses Jahr. Es war richtig angenehm. Wie ihr gesehen habt, jede Menge Leute. Die 1000 Motorräder wurden leider nicht geknackt. Es waren über 600, also zwischen 600 und 700. Das älteste Motorrad war eine Puch, Baujahr 1933. Die hat gewonnen. Und die weiteste Anreise mit dem Motorrad war aus Köln. Der hat auch gewonnen. Die MotoGP inklusive Camping für zwei Personen hat ein älterer Herr, ich habe mir leider den Namen nicht gemerkt, mit einer Harley-Davidson-Jacke gewonnen. Alles Gute habt viel Glück mit euren Preisen und gratuliere. Ja, es ist 12.17 Uhr und wir befinden uns auf dem Heimweg. Ich habe jetzt im Moment nur eine Kamera laufen, und zwar die Helmkamera bei der Heimfahrt. Erstens ist es die gleiche Strecke, wie wir hergefahren sind, und zweitens ist ja nur der Abschluss. Und deswegen liebe YouTuber, Zuseher, Freunde, Abonnenten und alles, was noch zuschaut, danke fürs Schauen, danke vielmals, ihr seid die Größten, fürs Einschalten, super, vielleicht habt ihr einen Geist und gebt mir einen Daumen nach oben. Und abonniert, ich will nicht jetzt predigen wie ein Pfarrer, aber abonniert meinen Kanal und auch die Glocke, dann versäumt ihr nichts. Übrigens, das Abo ist kostenlos, also keine Angst, da kommt nichts auf euch zu. Sollt euch ein wenig Motorradfahren interessieren oder Motorvlogging, wie gesagt, ich bin ein kleiner und einer der wenigen Kanal. Ja, wie kann man dazu sagen, Betreiber, die gerne Motovlogging machen und das als Hobby. Deswegen sage ich herzlichen Dank.
liebe Zuseher, schön, dass ihr so lange dabei wart. Und verabschiede mich von euch wieder mal. Vielleicht sehen wir uns ja, oder besser gesagt ihr mich beim nächsten Video. Ich sage eines, Dankeschön, Baba, macht's gut. Servus, Glück und auf Wiedersehen.